Seit Jahrzehnten versucht die Türkei, der EU beizutreten. Immer wieder wurden Verhandlungen aufgenommen, die sich jedoch zunehmend im Sand verlaufen haben. Gespräche wurden verschoben oder abgesagt und es sieht aktuell nicht danach aus, als würde die Türkei in naher Zukunft ein Mitglied der Europäischen Union werden. So macht sich die Türkei auf die Suche nach neuen Partnern. Sie nähert sich wirtschaftlich immer näher an Russland an und verhält sich trotz NATO-Mitgliedschaft im Ukraine-Krieg neutral. Und auch mit China entsteht eine immer engere Kooperation. So kündigte Erdogan im September an, er wolle der von China und Russland dominierten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitreten, die von vielen als Gegenpol zur NATO bezeichnet wird. Zudem arbeitet Erdogan an seiner eigenen Union, der Türkischen Union. Diese soll seine Machtposition in der Welt noch weiter verstärken. Wir schauen uns heute diese Organisation an, welche Mitglieder hat sie, welche Ziele verfolgt sie und könnte sie ein Gegenpol zur Europäischen Union werden? Viel Spaß beim Video! 2009 trafen sich erstmals Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan und die Türkei zur Gründung des Kooperationsrats der turksprachigen Länder. Wir müssen dabei im Hinterkopf behalten, dass die Sprachfamilie der Turksprachen noch viel mehr Sprachen als nur das Türkische umfasst. Insgesamt gehören 40 Sprachen dazu, so zum Beispiel Aserbaidschanisch, Kasachisch und Usbekisch. Und insgesamt sprechen über 180 Millionen Menschen eine der Sprachen. Und diese Staaten besitzen neben einer ähnlichen Sprache und Kultur meist auch ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl. So entschieden sich eben 4 der wichtigsten Turkstaaten, eine gemeinsame Organisation zu gründen, um wirtschaftlich und politisch noch enger zusammenarbeiten zu können. So lobte der erste Generalsekretär der Organisation das Projekt als erstes freiwilliges Bündnis der türkischen Staaten in der Geschichte. 2019 trat dann auch noch Usbekistan dem Bündnis bei und es folgten 3 weitere Staaten, die Beobachterstatus haben. Darunter ist einmal Turkmenistan, bei dem der Landesname ja schon die Zugehörigkeit zur türkischen Welt aufzeigt. Dann die Republik Nordzypern, die jedoch nur von der Türkei anerkannt wird und von der internationalen Gemeinschaft weiterhin als Teil der Republik Zypern angesehen wird. Und dann noch ziemlich überraschenderweise Ungarn. Ungarn und die Türkei hatten dabei in der Geschichte stets eine relativ enge Verbindung und das Ungarische weist dabei durchaus eine Ähnlichkeit zum Türkischen auf. Besonders seit Orban verstärkt sich dabei die Zusammenarbeit mit den Turkstaaten und er betonte bei einem Gipfeltreffen, die Ungarn betrachten sich als späte Nachkommen von Attila, hunnisch-türkischer Herkunft, und Ungarisch ist ein Verwandter der Turksprachen. Er verfolgt dabei einen Drahtseilakt zwischen den Turkstaaten und der Europäischen Union. 2021 folgte dann die Umbenennung in Organisation der Turkstaaten, wobei diese meist als türkischer Rat oder türkische Union bezeichnet wird. Zudem wurde die Absichtserklärung der türkischen Weltvision 2040 von allen Mitgliedern unterzeichnet. Sie verfolgt dabei 4 Kernziele. Einmal die politische und Sicherheitszusammenarbeit, bei der Militär und Polizei der Staaten enger kooperieren sollen. Zudem wird eine enge Zusammenarbeit mit der Visegrad-Gruppe forciert, eine Gruppe innerhalb der EU, der neben Ungarn auch Polen, Tschechien und die Slowakei angehört und deren Meinung oft konträr zu den westeuropäischen Staaten ist. Dann die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es soll freien Waren- und Dienstleistungsverkehr geben und auch in der Digitalisierung und im Tourismus soll enger zusammengearbeitet werden. Die Länder wollen dabei einer der führenden Standorte für junge Start-ups und für Touristen werden. Es soll zudem auch einen gemeinsamen Investmentfonds geben. Dann die kulturelle Förderung. Eine türkische Universitätsunion soll die Kooperation zwischen Studierenden fördern. Es soll zudem ein gemeinsames Alphabet entstehen und die Sprachen noch enger angeglichen werden. Und zuletzt soll auch eine gemeinsame Rundfunkanstalt gegründet werden. Und im 4. Punkt wird eine enge Zusammenarbeit mit anderen regionalen und weltpolitischen Institutionen forciert. So zum Beispiel mit der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OIC, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und auch mit den Vereinten Nationen. Die Organisation verfolgt also sehr hochgesteckte Ziele. Aktuell ist sie eher noch vergleichbar mit der Arabischen Liga oder dem Commonwealth der ehemaligen britischen Staaten, also eher einer losen Vereinigung. Sollten die Ziele bis 2040 aber erreicht werden, würde die türkische Union der Europäischen Union in vielen Bereichen schon sehr ähneln. Zudem könnten sich die eher EU-kritischen Länder der Visegrad-Gruppe unter der Führung Ungarns der türkischen Union weiter annähern und so für ziemliches Chaos in der EU sorgen. Doch die zukünftige Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ist natürlich ziemlich schwer vorherzusagen. Zudem ist die EU mit ihren 450 Millionen Einwohnern fast 3-mal so groß und sie umfasst insgesamt 27 Länder. Unter ihren Mitgliedern sind außerdem einige der größten Wirtschaftsmächte der Welt wie Deutschland, Frankreich und Italien. Die türkische Union wird dabei wahrscheinlich also kein wirklicher Gegenpol zur EU werden, dennoch können sie die europäischen Staaten vor einige Herausforderungen stellen. Auf der anderen Seite würde eine Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen aber auch unglaubliches Potenzial auf der geopolitischen Bühne bieten.
So, das war's mit dem Video. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Zusammenschluss der turksprachigen Länder in die Kommentare. Wenn ihr euch weiter für diese Region der Welt interessiert, dann solltet ihr auch auf keinen Fall das Video über Aserbaidschan und Armenien verpassen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.